Die Reifen sind kalt, das ist nicht geil, das ist nicht geil, das ist nicht geil. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu Assetto Corsa im Karrieremodus, auf den wir jetzt mal wechseln und uns das kleine Video angucken. Viel Spaß! Ja, so viel zu dem Film. Karriere ist 0% fortgeschritten. Ich habe noch kein bisschen gespielt. Wir gucken uns jetzt die Serien mal an. Wir können hier durchsehen. N1 bis 4 sind die Anfangsserien. Da können wir uns hocharbeiten bis F1, GT6, X. So, bis dahin soll es dann gehen. Wir widmen uns heute aber der N1-Klasse. Und da wieder ein Video. Ja, ihr habt richtig gesehen, wir fahren heute mal ein bisschen Abarth anstatt Mercedes SLS. Ja, Abarth 500 SS, wenn man so ausspricht. Wir sollen 3 Bronzemedaillen gewinnen, um in die nächste Serie zu kommen. Und dann sage ich Start Engine. Wir fahren einfach mal Time Attack. Wir fangen heute mal mit der Time Attack an. Wahrscheinlich müssen wir eine Bestzeit rausziehen oder sowas. Mal sehen. So. Welchen Track fahren wir jetzt? Habe ich gar nicht geguckt. Sehen wir das hier? Vellunga. Gut. Semislicks, Frontantrieb hat die Karre anscheinend. Machen wir ein bisschen Druck raus. 30 Liter wollen reichen. Das lassen wir erstmal so. Falls wir eine Pistenstopp einlegen können, sagen wir mal, machen wir ein paar Liter drauf. Gucken wir mal, was das Ding so kann hier. Ich kann den gar nicht mit Schaltwippen fahren. Dann müssen wir mal ganz kurz das Ganze umstellen. So, jetzt aber geben wir dem Hobel mal ein bisschen das, was er braucht. Da ist der Gang drin. Jetzt läuft's. So, raus aus der Kurve hier. Also rein in die Kurve meine ich natürlich. Bisschen zu viel Druck auf dem Reifen, soll uns aber jetzt erstmal nicht daran hindern, hier was Gutes hinzulegen im Abarth 500 SS. In den ersten Checkpoint einmal hier rein, bisschen zu hart gebremst, da komme ich weit raus, geht aber. Der dreht den echt komplett durch, bis zum Anschlag dreht er den. Sprinten, dann muss ich abbremsen. Bin ich so ganz drin? Aber jetzt gibt's Punkte. Ja, schön. Oh, nicht so weit raus. Da leicht zu weit raus. So, jetzt hier keinen Fehler machen. Kurve wird besser genommen. Und Gas. Und wieder bremsen. 3000 Punkte reichen uns für eine Goldmedaille. Danach lassen wir einfach ausrollen. Dann haben wir das nächste Mal einfach einen Highscore zu kriegen. Ganz einfach.
Sie weit innen. Der fährt ihn echt voll in den Drehzahlbegrenzer rein, du. Also voll. Der dreht bis zum letzten Zipfelchen. Jetzt geht er hier raus. Oh, das wird schon wieder knapp, du. Schaltet vorher nochmal. Läuft auf jeden Fall. Ich glaube, eine Runde müssen wir noch, damit wir da die 3000 Punkte Glanz machen können. Verschaltet. Ja, so aus dem Drehzahlkeller raus ist der nicht so geil. Der Abarth. Aber obenrum nicht schlecht, muss ich sagen. ABS funktioniert auf jeden Fall. Ja, jetzt können wir den gleich fast schon ausrollen lassen. Dann haben wir es doch. Dann haben wir die 3000, dann ist es auch einfach einen Rekord aufzustellen. Wenn wir jetzt 3000 kriegen, dann versuche ich nochmal eine Runde zu fahren. Vielleicht eine bessere Goldmedaille rauszufahren. Und dann haben wir es ja. Ich gebe jetzt hier einfach nochmal Vollgas auf die letzten Meter. Die nächste Kurve ziehen wir dann mal voll durch. Jetzt haben wir hier 3. Ich will die mal schneller nehmen. Ja, geht aber irgendwie nicht. Mehr als so 70 nimmt er nicht. Jetzt. Komm, 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 komm. Gas, Gas, Gas. Weit, weit raus, weit, 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 weit raus. Ach. Ja, weit rein. Reifen sind kalt. Nicht geil. Die Reifen sind kalt. Das ist nicht geil, das ist nicht geil, das ist nicht geil. Nein, ich will doch gar nicht so weit raus. Natürlich könnte man vielleicht auch mehr als 4500 Punkte fahren. Das will ich gar nicht. Ich will das ja eigentlich nur zu Ende bringen. Oh, das war richtig knapp verfehlt. So, und jetzt drücken wir hier. Hoffentlich kriegen wir jetzt die Goldmedaille. Muss ich euch erstmal hier Bild schalten? Vielleicht, hallo? Will OBS das aufnehmen? Hallo? Jetzt hat das. So. Drücken wir hier weiter. Return, danke. Da ist nämlich die Goldmedaille, die wir brauchen. Danke sehr. Ja, und die nächste Goldmedaille erfahren wir uns dann am nächsten Sonntag. Ich hoffe, das war wieder nur ein kurzes Video. Ihr konntet mal so ein bisschen sehen, wie die Karriere jetzt aussieht. Wir haben jetzt hier oben eine Goldmedaille. Wir werden dann das nächste Mal dieses Rennen hier fahren. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, wir spielen Assetto Corsa, Minecraft, LS17, Scrap Mechanic oder irgendwas anderes. Haut rein, macht's gut. Ciao.